Hallo ihr Lieben da draußen, heute geht's weiter. Ich bin wieder im Garten, ich habe mega gute Laune. Das Wetter ist wunderschön. Ich erwarte gleich Besuch, meinen Helfer oder Helfer. Er ist quasi, er gehört mit zum Inventar, der liebe Flo. Vielleicht noch so ein Anhang, da sieht es genauso aus. Und nachher wollen wir ein bisschen fleißig werden. Aber nur wonach uns, ja, so die, ja, nach Lust und Laune halt eben. Aber das, was ich vorher machen wollte, ist einmal ein Garnrundgang. Ich habe ja gerade zuletzt einmal den Stand der Dinge durchgegeben. Einmal gezeigt, wie es hier aussah, ungefähr, als ich ankam. Also ein paar Tage sind da schon verstrichen. Minimale Struktur war schon da. Also da könnt ihr gespannt sein und ich lege einfach mal los. So, der Ort, an dem ich mich befinde in meinem Garten, das ist hier hinten die Chill-Ecke. Das ist ein ganz privater Raum. Das ist die Basis, hier ziehe ich mich zurück und deswegen wollte ich heute auch mal hier starten, quasi im privaten Teil anstatt von vorne nach hier. Und ich würde euch auch ganz gerne hier als erstes zeigen, was alles so neu ist. Und dafür nehme ich euch einmal an die Hand und leg los. Und ich fange jetzt mal mit einem Highlight ein. Da wird bestimmt noch ein eigenes Video zu kommen. Und zwar so hinter mir taucht es gerade auf. Ihr seht das rechts von mir. Etwas Großes, Weißes, das habt ihr im Video noch nicht gesehen. Und was das ist, ja, das werde ich euch aber erst später verraten. Da kommen wir zum Schluss nochmal hin. Ja, ihr könnt ja mal fleißig raten, das Video geht ja noch eine Zeit. Vielleicht kommt ihr drauf, was das ist. Wurde auf jeden Fall vom Müll gerettet und ich habe da tolle Sachen mit vor. Jo, was hat sich getan? Ich habe hier dekorativ was aufgestellt, das kennt ihr aber schon. Ich denke mal, ich gehe mal direkt durch zum Bärlauch. Der Bärlauch hat ein bisschen Schub gekriegt, das sieht sehr gut aus, es gefällt mir, der verteilt sich, es werden immer mehr Pflänzchen. Oh, da sind schon verschiedene Stellen. Darf gern so weitergehen. Hier mit den echten Ehrenpreis. Ein paar andere Pflänzchen noch dazwischen. Wildkräuter gibt es auf jeden Fall. Und hier hinten gibt es gleich das nächste Highlight. Hier auf der rechten Seite habe ich was angefangen. Eine Totholzhecke, wieder mehr Raum für die Tiere. Hier soll sowieso was Zaunmäßiges hin, auch für den Verein. Das soll dann nachher auch weiter in die Richtung noch gehen. Aber hier an der Stelle gibt es noch ganz viel Erde. Da wartet noch ein bisschen was auf mich. Ich muss auch aufpassen wegen den Hummelkönigen letztendlich, die jetzt auch schon unterwegs sind. Dass ich ihnen da nicht irgendwie ihr Reich kaputt mache, da nicht irgendwas erwische, da bin ich ganz vorsichtig. Aber derzeit suchen sie eher ihre Behausung. Und bisher habe ich hier auf der Ecke noch niemanden rumfliegen sehen. Aber wer weiß, was in meiner Abwesenheit passiert. Ach, was ein schönes Wetter. Es ist so herrlich. Richtig, richtig herrlich. Ja, hier gab es dieses Jahr auch schon so einige Dartspielchen. Richtig, richtig doll gespielt haben wir nicht. Ja, aber hat schon Spaß gemacht. Den einen oder anderen Pfeil haben wir schon daneben geworfen. Aber das bleibt sich dann nicht aus bei so einer Geschichte. Hier könnt ihr sehen, der Sperrmüllhaufen ist kleiner geworden. Wobei ich sagen muss, so richtig gezeigt habe ich den ja nicht, das was ich da hatte. Ein paar Sachen habe ich aussortiert. Das ist jetzt special, das muss ich ein bisschen auseinanderbauen. Aber hier war durchaus noch einiges gut in Schuss. Das kann ich noch irgendwo verwenden. Schauen wir mal, wo das dann hinführt. Ja, und wir gehen einmal zurück. Ah, ich mag ja den Weg hier hinten. Ne? Es liegt ja nur Totholz. Ich habe ja nichts groß angestellt, außer das dann freizuhalten und zu benutzen. Ja, macht schon was her alles. Ah, das ist ein Paradies. Also hier hinten bin ich schon sehr zufrieden. Hier wartet halt noch ein Projekt. Da habe ich noch Scherben und so Reste von allem Möglichen. Hatte auch jemand mal. Jetzt kommt noch die Feuerwehr. Na, hier ist richtig was los. Bei den Scherben handelt sich das auch um eine Scheibe, die umgeschmissen wurde. Also definitiv eine böswillige Tat. Das konnte ich einfach sehen. Das war gesichert. Das sah schier aus. So, ich habe mal einen Moment abgewartet. So ist es doch schöner. Obwohl, das ist noch viel, viel schöner. Ja, was habe ich in der Zeit getrieben? Gerade hier vorne, ich habe ja erzählt, ein bisschen recycelt. Da habe ich alles, was so mit Nägeln war und so weiter, weggesägt vielmehr. Und das ist dann alles hier gelandet. Ich habe gesehen, dadurch lässt sich wahrscheinlich nochmal provisorisch hier das Dach ausbessern. Ach, wisst ihr was? Wo ich gerade mal so daher gucke, ne? Hier vorne hängt eine Hose, ne? Da. Die wollte ich letztens mitnehmen, nach Hause durchwaschen. Und was entdecke ich da? Eine Babyhornisse. Hornissen fühlen sich auf jeden Fall wohl in meinem Garten. Ich habe ja gerade zuletzt nochmal ein Video gebracht, wo aus dem Sommer ein paar Aufnahmen waren, auch mit einer Hornisse. Und nachträglich ist mir noch aufgefallen, dass die zweite Aufnahme nicht drin ist. Die werde ich euch bei Gelegenheit nochmal reinschneiden. Jetzt? Ja, einmal fix, geht nicht lange, ist auf jeden Fall eine richtig schöne Sache.
Hornissen lieben Weide und machen da ganz spezielle Dinge. Wenn jemand von euch da draußen Bescheid weiß, bitte einmal Bescheid sagen unten in den Kommentaren, was die da so treibt. Das wäre mal auf jeden Fall erhellend. Erhellt ist heute wohl auch der Mond, wie es aussieht. Den sehen wir mal heute bei Tag. Ich bin jetzt so nah dran, dass das natürlich wackelt. Das kann ich nicht stillhalten. Wir sind in der 13-fachen Vergrößerung. Jetzt sind wir wieder im Weitwinkel und so machen wir jetzt weiter. Denn ja, was hat sich hier vorne alles getan? Hier direkt so nichts, das habe ich letztes Mal schon gezeigt. Da vorne genau die gleiche Geschichte. Hier vorne waren wir dann nochmal bei, im Vordergrund stand gerade noch was, da gehe ich gleich drauf ein. Hier haben wir auf jeden Fall Stroh aus dem Pferdestall, das ist auf jeden Fall eine ganz runde Sache. Ja, damit das wird hier auch mal Nährstoffe kriegt, da muss aber noch definitiv mehr rein. Ich weiß, ich bin rechts ein bisschen zu sehen, ich habe jetzt 3-4 Mal angefangen, wollte das irgendwie vermeiden, aber dann könnt ihr das Teil ja nicht mehr sehen. Ja, da sind auf jeden Fall Nährstoffe und Mast drin, das lassen wir jetzt gerade ein bisschen oben, die Nährstoffe gehen ein bisschen runter. Kann man durchaus noch mal gießen und dann kann man das untergraben. Also wird nachher eine runde Sache. Hier vorne habe ich auch noch also die eine Sache, die ich euch noch nicht erzählt habe, wo wir dann nachher zukommen. Das ist eine Sache, die ich rangeholt habe. Und hier habe ich Seile noch gekriegt, dicke Karabiner. Also das ist nicht billig, ne? Also es ist richtig teures Zeug. Richtig fein, das gefällt mir richtig gut, da lässt sich was mit anstellen. Vor allen Dingen das hier, das ist doch vielleicht eine Sache, die, na, wird hinter mir jetzt auch noch gehämmert. Ja, für die Schaukel, um das zu Ende zu bringen. So, und den Schatten kann ich jetzt nicht vermeiden an der Stelle. Wir haben noch Dachelemente gekriegt, ran gekarrt. Da hat mir der liebe Sven geholfen. Das sind 3 Elemente. Bei mir steht ja noch das Bunkerdach an. Oh, da habe ich was vergessen zu zeigen. Da gehe ich gleich mal hin. Dann habe ich hier noch Paletten. Das ist noch ein Teil, das war bei der Bananenpflanze, stand das da mit dran. Habt ihr bestimmt mal auf dem Video gesehen. Ja, und hier ist alles beim Alten. Das Holz da vorne, das habe ich euch schon gezeigt. An der Stelle habe ich euch auch schon einiges gezeigt. Das habe ich aber teilweise schon verwendet. Hier gerade da für den Zaun. Und ja, hier ist jede Menge Holz dazugekommen. Also hier links eher weniger, sondern hier. Ne, der Haufen ist definitiv größer. Und wie gesagt, teilweise was rausgenommen für den Zaun hinter mir. Und ich würde sagen, alles was so an Holz, gerade bei der Weide und von außen dann hier noch hergefunden hat, ist richtig ergiebig. Und ich bin noch in keinem Jahr so gut vorbereitet gewesen wie jetzt in diesem. Gerade so Tomatengestelle bauen und so weiter, dass man da schon das richtige Holz da hat. Super. Also Flo, da werden wir noch richtig Spaß haben. Er schaut ja auch immer zu. Ihr könnt auch in die Kommentare quasi an ihn schreiben. Er guckt auf jeden Fall mal rein. Das eine oder andere hat ihn auch schon erreicht. Grüße habe ich ausgerichtet. Ist alles angekommen. Ja, wo machen wir denn weiter hier? Das ist gerade mal ein Ausblick. Da gibt es eigentlich ja, soweit nichts zu sehen. Nee, jetzt wollen wir doch einen anderen Weg wählen. Das gefällt mir doch mal viel besser. Einmal für euch jetzt mal ein schöner Blick. Ach, die Weide. Guck mal, da ist alles aufgegangen. Ne? Hinten nochmal der Mond im Hintergrund. Mann, das pustet. Ja, hier gibt es noch was, sehe ich gerade. Voll vergessen. Riesenhaufen Holz. Das ist eine Geschichte. Also, da lässt sich was mit bauen. Hat durchaus Potenzial für ein Gewächshaus. Wer weiß, was da irgendwie noch dann an Ideen umgesetzt wird. Ist ein guter Anfang. Jede Menge Holz dazu gekriegt. Und auf dem Laubhaufen, den ich euch im letzten Video gezeigt habe, hat jetzt jede Menge Pferdemist noch hingefunden. Auch Stroh, so ein bisschen gemixt. Aber Hauptsache Pferdemist. Und da muss ich sagen, alles voll Würmer gewesen. Genauso wie es mir gesagt wurde. Ja. Lag nur noch nicht so lange, dass es wirklich so entschärft war, dass ich auch die Sachen hier irgendwie rüber machen kann. So, und wir tingeln mal weiter. Was kann ich euch denn noch zeigen? Ja, hier gibt es noch jede Menge Sachen. Die haben hier auch hergefunden. Ne? 2 Bretter, ich finde das Muster voll toll. Damit kann ich auf jeden Fall ein paar schöne Sachen machen. Vielleicht wird es irgendwo eine Begrenzung, vielleicht kommt das auch hinten irgendwo hin. Ich finde das so stylisch. Hat richtig was. Hier vorne entdeckt ihr gerade noch Seile. Gleiches Geschichtchen. Ein paar sind ein bisschen steif und so, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Hier ist weiter nichts passiert. Ja. Oh, doch. Schaut mal. Hier ist ein bisschen in die Blüte gegangen. Das hatten wir doch im letzten Video. Da bin ich doch hingegangen.
Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich weiß nicht, ob mir das jemand nach dem Donnerstagsvideo beantworten konnte. Ich selber weiß es nicht. Hatten wir sicherlich auch schon in irgendeinem Gartenrundgang. Und ich habe bestimmt auch schon meine Antwort gekriegt. Aber ich bin kein Supercomputer, der wirklich alles speichern kann. sondern ja, muss mit dem klarkommen, was irgendwie im grauen Stübchen hängen bleibt. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt so F-glitscht bin. Wir machen direkt da weiter. Und hier hat der liebe Flo auch weiter nochmal ein bisschen das Stroh drauf gelandet, hat er eingegraben. Ja, da kann durchaus noch ein bisschen mehr rein, sehe ich, an Nährstoffen bisher. Ich habe auch noch Blumenerde, recycelte quasi, die kann hier auch rauf. Es gibt Nährstoffe. Aber die Mitte ist ja das Wichtige, denn hier hat er Kirulbeet-mäßig was vor. Das war so die Idee dahinter, also Mitte Nährstoffe. Und dann draußen rum anpflanzen, das selbstdüngende Beet. Richtig, richtig feine Sache. Jo, das wird spannend. Da sind auch schon Würmer drin, da ist Pferdemist reingekommen, bisschen was zum Abdecken, quasi gemulcht. Sinnvoll ist das aber beim Kompostieren, dass man das auch feucht hält, weil ohne Feuchtigkeit geht da gar nichts. Muss man noch ein bisschen gucken. So, ich überlege gerade, ich habe ein paar Pflanzen ausgelassen. Aber wir können ja mal gucken, ob wir an anderer Stelle diese finden. Aber ich befürchte, da ist gar nichts zu sehen. Ich sehe auch echt nichts. Seht ihr was? Also das, was ich suche, ist die Akelei. Hier stand eine Akelei. Ich weiß nicht, ob da irgendwo noch mal was durchkommt. Ich würde sagen, da warten wir noch mal ein bisschen gemütlich. Na, ist das eine eigene Pflanze? Ja, ist fest. Will ich jetzt nicht rauszupfen. Ja, ich sehe keine Akelei. Aber hier ist eine Akelei. Die kommt schon. Die war auch wunderschön. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich hoffe, die verteilt sich noch weiter. Da kommen irgendwo noch Pflanzen, dass sie hier ja nicht mehr aus dem Garten verschwinden. Und da ich gerade hier schon bin, kann ich hier auch noch mal weiter tingeln, denn hier wachsen sie auch. Damenexemplar. Und dann haben wir hier noch Exemplare. Sind auf jeden Fall mehr als am Anfang. Sehr zufrieden. So, weiter geht's. Hier gibt es natürlich noch ein paar kleine Pflanzen. Ich kann jetzt nicht alles zeigen. Es geht ja auch mal darum, dass ich hier in die Pötte komme und vorne auch ankomme quasi und dann ein bisschen mehr zeigen kann. Also hier war da nichts passiert bei dem Naturzaun-Hochbeet. Übrigens nie bereut, ist eine ganz feine Sache. Wie gesagt, Lebensraum für Tiere. Ach, das ist echt schon schön zu sehen, wie er alles so seine Form annimmt. Und wenn ich das nicht schon erzählt habe, erzähle ich es jetzt halt eben doppelt. Schmetterlinge durfte ich auch schon beobachten. Da hatten wir den Zitronenfalter hier. Einer dieser orange-bräunlichen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ist auch nicht so wichtig. Ja, also das ist schon eine Freude dieses Jahr. Das habe ich voll gebraucht. Das gute Wetter spielt ja auch mit. Ne? Also, ja, einfach genießen. So, hier vorne links nichts passiert, aber hier an der Stelle, das kann ich euch zeigen, hier ist ganz viel von dem Heu aus dem Stall angekommen, raufgeschüttet worden. Bisschen auf Pferdeäppel, die ein bisschen älter waren. Ja, das ist eine richtige Schicht. Das sieht man von oben oft gar nicht. Ja. Hier ein bisschen wegsortiert, überall. Hier noch ein Haufen. Ja, und jetzt könnt ihr das schon sehen, beim Kiholbeet habe ich angefangen. Ist natürlich jetzt Sandwüste, gar keine Frage. Auf jeden Fall die oberste Schicht. Wollen wir mal alles irgendwie raus haben. Hat auch an Nährstoffen eingebüßt, würde ich sagen, bei allem, was so gewachsen ist. Der kriegt auf jeden Fall wieder Power fürs Jahr. Vielleicht ist das dann nachher auch eine Geschichte, die... Vergessen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was wurde hier? Ich glaube, hier geht einiges nachher. Das finde ich richtig gut. Also Kiholbeet. Ich bin gestern beigegangen und das Handhaben damit in den letzten Jahren, das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich bin richtig locker durchgegangen. Ist auch recht fix frei geworden. Wie gesagt, in Mitte Kompost, Brennersensoren ja weg. Schon von erzählt im letzten Video. Und ja, das ist so eine Sache, die dann wartet.
Dann haben wir hier noch einmal diese Totholzecke auch. Ab und zu mal landen hier wieder Stöckchen, so aber weiter nichts gewesen. Da vorne haben wir wieder Holz für, ja, für die Sache hinten mit dem Naturzaun. Hier ist dann nochmal was, hier warten ja noch Steine. Und so wie diese Pyramide da vorne, wollen wir noch an anderer Stelle eine hinbauen. Mal gucken, wo sie dann hinfindet am Ende. Wo ja so ein kleines dekoratives rotes i-Tüpfelchen stehen kann da nachher. Der Platz wird sich von ganz alleine anbieten. Ja, guckt euch das an. Ich finde Struktur so nach und nach, Step by Step. Das hier gilt es ja alles noch aufzuholen, hat keine Priorität. Hier halt ein bisschen bei gewesen. Und dann nochmal Stroh rüber. Ist auch quasi so ein Zwischenlager, die Geschichte. Da werden wir bestimmt zu den anderen Beeten dann nochmal was hinholen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Sache. Die finden wir aber nicht mehr im Garten. Sondern das möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Ausführlich, aber ein andermal. Heute nur mal ganz kurz von der Fensterbank. Was sagen die ganzen Pflänzchen? Was sagen die Jungpflanzen? Kommt da irgendwas? Ist da irgendwas zu sehen? Und einmal Video ab für euch. Hier aus, verschiedenste Blumen, Lavendel, wilde Karde, Mohn, Zinie, Natternkopf, die Trompetenzunge, Stockrosen, Speisechrysantheme, Wunderblume, Sonnenblumen in verschiedensten Sorten. Und das, was ihr hier seht, sind die Sonnenblumen. Ja, Stockrose ist rausgekommen, Wunderblume ist rausgekommen, Zinie ist rausgekommen. Ja. Aber ich habe natürlich noch viel mehr, und zwar hier eine richtig schöne Tomatenlandschaft. Guckt euch das an. Wow! Also das gefällt mir richtig gut. Überall Pflänzchen. Das sieht auf jeden Fall mal richtig gut aus. Was eine Freude. Echt. Also tomatenmäßig richtig gut aufgestellt. Werde ich aber, wie gesagt, im Detail ein andermal mehr dazu erzählen. So, und noch die Bananenpflanze. So viel wird gespoilert. Und gut, und weiter zurück in den Garten. Wie ihr sehen könnt, da gibt es jede Menge Pflänzchen, die da schon ihre Köpfchen aus der Erde stecken. Und nach passieren auf jeden Fall Sachen. Hatte jetzt auf jeden Fall ein paar verschiedene Aussaatzeitpunkte, angefangen hat es am 28. Dann das zweite Schälchen zwei, drei Tage später. Und dann nochmal irgendwie ein paar Tage später Kräuter, Fensterbank, Balkon, was da alles so auf mich gewartet hat. Da war ich dann halt aktiv und ja, im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden. Ich bin ein bisschen vor der ganzen Zeit und ich glaube, für alle, die den Garten letztendlich nutzen, ja, da wird ordentlich was bei rumkommen. Allein die Tomaten, ihr habt es gesehen. Meine große Leidenschaft, Tomaten, Mensch, das wird immer weniger, aber hier im Mikro geht noch. Eine Kohlmeise und ich sehe sie sogar. Ja, hier ein kleiner Abschluss, wer noch dran geblieben ist bis zum Ende. Ja, der Vogel hat mich rausgebracht. Das sollte alles hier so im kleinen Chaos enden am Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Interesse, für euer Zusehen, für eure Unterstützung. Können wir in der heutigen Zeit ganz gut gebrauchen. Naturgarten, gute Laune und ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Wohlfühlatmosphäre und ja, im Idealfall auch ein paar Gartentipps, die ihr vielleicht aufschnappt oder irgendwelche kreativen Energien nutzen könnt, die ihr bei mir dann so mitkriegt oder irgendwo mit irgendwelchen Ideen generell anstecken lässt. Mir fehlen die Worte, ihr wisst, was ich sagen würde. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für euch da draußen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage an dieser Stelle Tschüss, euer Lars und weg. So, da habe ich doch noch glatt vergessen zu erzählen, was das hier ist. Na, konnte das jemand erraten da draußen von euch? Ich werde es in den Kommentaren sehen. Aber das Geschichtchen stammt von einer Windkraftanlage. Aber alles weitere dazu und wie das zu mir gefunden hat, dann im nächsten Video.